Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, hier zu einem weiteren Teil Anno-Kampagne. Ja, jetzt ist es soweit der zweite Teil. Ich habe die 22 Steine fertig für Sir Archibald Blank. Wenn ich mir Da diese kriegen wir kleine jetzt Flapsigkeit erlauben durfte, 2420 Euro für. allererste Sahne. Und da ist auch schon gleich der nächste Auftrag, aber das ist wieder für den Blöden hier. Und hier kann ich Sehen auch Sie, Steine kaufen. ich fertige gerade einige Jetzt will ich Schnitzel. mal gucken, was ich bezahlen muss, wenn ich jetzt hier 24. War dahin. Wenn ich jetzt 24. 24 Steinchen kaufe. Beziehungsweise, was waren 22 oder 24? Ja, ich weiß es nicht. Mal gucken. Ob sich das lohnt. Pflicht erfüllt. Zeit für ein Ah, Nickerchen. easy. Können wir mal gleich 30 kaufen. Die Stahlträger nehmen wir mal mit. So. Alles im Namen Ihrer Majestät. Ach nee, und jetzt müssen wir hier aber noch gerade die. Irgendwo war hier Treibgut. Da ist Schiffbrüchig oder sollten wir es mal einsammeln? Fahren wir erst dahin. Und sammeln die gerade erst ein. So. Oh. So. Ja, dann können wir jetzt uns einen Aufruf nehmen. Die Schiffbrüche nehmen wir auf. Ach, und das Treibgut. Das ist natürlich jetzt blöd, weil wir nur noch einen freien Platz haben in der. Ach so. Wo ist denn das jetzt hier? Da ist das. Da, aufnehmen. Halt. Da, nimm das auf. Wo ist denn das andere? So, und das Treibgut. Treibgut. Daneben. Aber das können wir jetzt nicht aufnehmen, weil wir nicht genug Platz haben. Und fahren wir gerade nach Hause in eine Base. Und laden das ab. So, und wir brauchen mehr Arbeiter. Zack. So, genau. Den haben wir gerettet. Zack. So, was haben wir denn hier noch? Warten Sie, bis Onkel oder Ihre Schulden kontaktieren. Okay. Gut, da können wir erstmal ganz in Ruhe hier weiterbauen. Wir haben jetzt unsere zwei Ziegeleien, die laufen ganz gut. Wir haben jetzt 16 Stahl und 55 Holz im Moment. Und dann möchte ich gleich noch ein bisschen die Landschaft hier erkunden. Wir haben hier irgendwie nicht genug Rohstoffe, um Schnaps zu produzieren. Dann können wir auch Das eine hier Lager ist stilllegen, voll. um. Ach, das Kein für Lager ein ist Nickerchen im voll. Stroh. Aber wir können unser Depot erweitern. Wir haben die Steine. Das sind jeweils immer 50 Erweiterungen für unser Depot. Seht ihr da unten? Hat eine Trefferpunkte von 3000, 20 Unterhalt. Und 50 Kapazität mehr. Das heißt, wir haben jetzt 175 Kapazität und jetzt können die erstmal schön weiter produzieren. Das klingt auf jeden Fall schon mal sehr gut. Segel haben wir auch 6, geht langsam voran. Achso, genau, dann müssen wir erst auf das Patent hoffen, bis wir die Schiffsbauwerft bauen können. Das dürfen wir noch nicht. Müssen wir mal gucken, wie das wird, wenn wir da mit Kanonen hier rum gehen. Ich denke mal, müssen wir den noch kaputt machen in unserer Company hier, unserer Kampagne. So, den aber hier aufnehmen. Gerettet. Und nun bewahren Sie uns auch vor einer schweren Ungerechtigkeit? Das machen. Die Anschuldigungen, die Edward gegen uns vorbringt, sind frei erfunden. Der Mann ist ein Betrüger. Ein Brief. Er trägt Edwards Siegel. Wage es nicht, Samuels Mitverschwörern Unterschlupf zu gewähren. Überstelle sie unverzüglich Eli Bleakworth. Und ich verspreche im Gegenzug darüber nachzudenken, dir deine Restschuld zu erlassen.
Wage es nicht, sowas mit. Öffne den Brief. Er birgt ein Geheimnis. Jede Wette. Ah. Entweder. So sehr wir Onkel Edward auch verabscheuen, es wäre unehrenhaft, seine persönliche Korrespondenz zu öffnen. Der Meinung bin ich eventuell auch. Bringen Sie etwas politische Gefangene zu Ellie Brackdingsbums? Oder öffnen Sie den versiegelte Dokument auf Ihrem Schiff? Was soll ich machen? Was meint ihr? Jetzt kann ich euch natürlich schlecht fragen. Wir werden es öffnen. Ich hab jetzt auch so am Ort geschmissen, ne? Ja, GG. Und wieder zurück. Falsche Taste. Wieder einsammeln den Brief. Ah! Sehr geehrte, mehr zu den Mitverschwörenden Verräter Samuel, Verbrechen der Strafe wie folgt. Zu den unfältiger Sprache, 16 Jahre Zwangsarbeit. Intens Erschleichung, Verbannung auf die Antipoden. Elias Noble, passend von Dobriefen, lebenslange Haft, alter Schwede. Und Rufmord, lebenslange Haft. Okay. Der Richter schloss seine Ansichten an, jedweder Mangel an Beweisen für den Sturm weiter sein. Okay. Sieh nur, das sind genau die Menschen, denen Vater am meisten vertraute. Ja. Anwälte, Ärzte, Akademiker. Genau. Also, bleiben die bei uns. Ich hätte nie gedacht, dass er so korrupt sein könnte. Wir müssen diesen Fall vor die höchste Gerichtsbarkeit bringen. Ich bringe dies zu Sir Archibald Black. Er weiß jedenfalls, wie man Kritiker zum Schweigen bringt. Und nicht auf die Insel. Ich finde, da habe ich doch alles richtig gemacht. Bin ich gerade etwas verwirrt. Wo ist denn jetzt wieder mein Schiff? So. Wir fahren hier hin. Und bringen die Leute zu Sir Archibald Black. Und nicht auf die Gefängnisinsel, weil die Gefängnisinsel ist hier. Mein Leben ist mein Gefängnis. Ja, ja. Du bist auch ein Gefängnis. Aber da fahren wir nicht hin. So, wir kümmern uns jetzt darum. Wir könnten jetzt auch erstmal unsere Lager ausbauen. Die sind, seht ihr ja selber, die sind ziemlich ausgelastet. Aber ich möchte jetzt gerne meine Schweinezucht hier weiterbringen. Und meine Schweine möchte ich wo züchten? Wo stören sie am wenigsten? Eigentlich hier hinten irgendwo, ne? Was haben Sie da im Schlepptau? Hat er tatsächlich? Herrje, ich werde mit Edward ein ernstes Wort reden müssen. Lassen Sie diese Menschen in meiner Obhut und nehmen Sie dieses Schiffspatent. Sie haben es sich redlich verdient. Haha! Ich glaube, wir das haben. Das ging dich nichts an. Und welches Recht hat die Krone, sich in meine Belange einzumischen? Wir haben alles richtig gemacht. Recht? Wir haben alles richtig gemacht, meine Freunde. Wir alle sind Ihnen überaus dankbar für das, was Sie getan haben. Ihr Vater wäre mehr als stolz. Und meine Schwester, die Pussy, wollte das nicht. Ich bin so erleichtert, dass unsere Rechtmäßigkeit nicht länger in Frage steht. Ja, aber du hast keine Eier in der Hose und wolltest das nicht. Wenn ich die Augen schließe, rieche ich schon den Teer. Und sehe von Vaters Zimmer aus die Masken schwanken. Das ist schön. So, jetzt machen wir noch ein Foto hiervon. Du wirst dir schon bald einen Namen machen. Das glaube ich auch. Meine die Freundin. Die erste Schiffswerft unserer Stadt. Dieser denkwürdige Moment muss einfach eingefangen werden. Haben wir doch gemacht, mein Freund. Haben wir doch gemacht. Eine vorzügliche Fotografie. Schön. Das wird die Titelseite. So muss das sein. So. Mal kurz hier was gucken. So. Jetzt sollen wir bauen. Einen Schoner können wir ohne Fregatte. Einen Schoner können wir bauen. Schiffe. Viele Schiffe. Wo ist denn jetzt mein Schiff hier? Das ist doch irgendwo hier. Ihre Majestät, so, wir fahren jetzt einfach mal nach. Wird dabei helfen, die Vergangenheit zu überwinden. Aufgabe machen. Keine Aufgabe machen.
Gibt's Kohle? Wie viel Kohle gibt's? Ein Auftrag für die königliche Flotte. Und in solchem Umfang. Oha. Eine seltene Ehre. Oha. Mal gespannt, jetzt kommt. Weshalb nicht ein wenig vom 4320 Euro. Davon. Blicken Sie auf Eisenvorkommen. Das Eisen ist außer Reichweite. Wir müssen irgendwie einen Weg durch diesen Berg finden. Ja. Wo ist mein Schiff? Ich habe noch ein paar Stangen Dynamit übrig. Wir könnten uns den Weg freisprengen. Ich muss jetzt erstmal das Treibgut holen, was hier irgendwo rumeiert. Dann habe ich eine weitere Aufgabe, das ist hier. Vielleicht nicht ausgefeilt genug für deine Schwester, ich habe noch nicht genau. Zumindest können die Grabungen beginnen. Ja. Was ist das hier? Arbeitskräfteauftrag. Umschalten, um mehr Arbeitskräfte vom selben Typ zu anderen Gebäuden zuzuweisen. Aha. Ja, die brauchen wahrscheinlich jetzt auch einen Straßenanschluss, oder? Oder? Was weiß ich. Ja, genau. Kriegen zumindest einen. Müssen die das erstmal alles hinbringen, dass wir es da hinkommen. So, der sammelt jetzt das Treibgut ein. Da fährt er zumindest hin. Wir bauen einen Schoner. Schließen Sie die erste Phase der Grabungsstätte ab. Da bin ich dabei. Perfekt. Und wir brauchen wieder mehr Leute. So. Dann bauen wir hier mal wieder noch ein paar. Und hier unten kommen auch noch ein paar hin. So, nochmal gucken, dass unsere Rohstoffe alle gut sind. Zack. Hier ist nur ein alter Wald. Okay. Dann können wir hier auch noch welche reinsetzen. Oh ne, jetzt habe ich mich verklickt wieder. Shitty McDiddy. So. Dann bauen wir erst die Häuser. Oh. So. Was macht ihr da? Sprengungen erfordern echte Sachkenntnis. Ach, die Klappe. Und nicht bloß Dynamit und eine Zündschnur. Oh doch. Das ist das Wichtigste. Vater wandte sich stets an Mr. Ticker wegen seiner hervorragenden Expertise. Ich nehme an, du findest ihn in Bright Sands. Ist er zu weit weg oder was? Ich brauche Steinstraßen. Was möchten Bringen die denn? Bringen Sie den Motor wieder ans Laufen. Meine Frau meinte, ich könnte Sie ja mal fragen. Finden Sie und holen Sie den alten Harold. Soll irgendwo hier sein? Ich hatte einen guten Lauf. Die Rübe war so groß wie Ihr Kopf. Ja. Was steht denn da noch? Der aufständische Arbeiter ziehen mit Plakaten durch die Straße. Okay, da ist er doch. Hey, Sie haben Wort gehalten. Ha! Sicher habe ich Wort gehalten. Hallo? Tu alles für mein Volk. Wir machen Plus. Zwar nicht viel, aber immerhin ein bisschen. Von daher ist alles gut. Hier liegt noch ein bisschen Holz rum. Können Sie gleich das nächste da abreißen. Hier geht es dann auch langsam voran, ziehe ich mal an. Ja. Schön. Er bringt die Rohstoffe dafür. So muss das sein. Eine Produktion wurde angehalten. Warum? So, weil wahrscheinlich nicht genug Rohstoffe da sind. Naja, die sind ja unterwegs. So, wir sammeln mal gerade für 4000 Euro hier ein paar. Oder 4000 Gold oder was auch immer. Sammeln wir hier mal gerade ein paar Sachen ein. Schön. Sammelst du das hier noch ein? Ah, das so macht Spaß. Drei Treibgut, dann fehlt noch irgendwo eins. Wird wahrscheinlich irgendwo hier rumliegen. Wir haben ja hier noch nicht alles aufgedeckt. Klicken dann einfach mal drauf und dann wissen wir, wo es ist. Irgendwo hier oben sein. Schauen wir einfach mal hin. Mein Schiff. Da ist mein Schiff. Perfekt. Los, komm. Ella.
Beides. Ich sehe gerade bei unserem Feind. Gibt es irgendwie einen Punkt hier auf der Karte? Schiff vom Stapel gelaufen. War genau hier, da. Erlösen Sie mich. Alles scheint in Ordnung. Erlöse dich. Zu sein. Warum hat er hier einen Questpunkt? Suchen Sie nach Sprengstoffgeschäft. Eine Produktion wurde angehalten. Soll ich hier noch irgendwas suchen? Ach, da. Dynamite Shop. Nach den Protesten haben viele Bright Sands verlassen, um sich ihnen anzuschließen. Doch Edward schlug zurück. Er ließ alle einsperren, die ihrem Vater nahestanden. Auch meinen geliebten Thomas. Thomas. Sie alle wurden ins Gefängnis von Warmways deportiert. Ich habe seitdem nichts mehr von meinem Mann gehört. Wenn Sie ihn finden, sagen Sie ihm, dass seine Frau sich nach seiner Rückkehr sehnt. Wir nähern uns dem Ort, an dem dein Vater starb. Was auch immer passieren mag, bleib ruhig. Da seid ihr also, die Brut des Verräters. Du wagst es? Ersparen Sie mir diese Ausreden. Wer hat denn die fruchtbaren Ländereien Ihrer Majestät an irgendwelche Freiheitskämpfer verhökert? Verräter ist er noch viel zu milde. Vater hätte so etwas nie getan. Er war ein treuer Anhänger der Königin, Mitglied des Rates, Er hat sich in seiner Zelle erhängt. Ich würde das als ziemlich eindeutiges Schuldgeständnis werten. Das war bestimmt gespielt. Wir sind nicht gekommen, um beleidigt zu werden, sondern wegen eines Geschäfts. Wir wollen Thomas, den Sprengmeister. Ich erinnere mich an ihn. Stur wie ein Ochse und selbstredend unschuldig, wie alle anderen auch. Er ist ein kleiner Fisch. Die Kaution wurde bereits festgesetzt. Sobald die volle Summe beglichen wurde, steht er Ihnen zur Verfügung. Das ist ja eigentlich wiederum nett, dass er uns zur Verfügung stellt. Habt ihr das wertlose Gesindel hier gesehen? Aber gut, wenn ihr unbedingt für einen davon Pfand hinterlegen wollt. Toll. Soll ich den hier auf der Gefängnisinsel suchen, einen Sprengmeister? Samuel Goods Ingenieur? Nee, ist es ja, nicht. Das bin ich. Wer will das wissen? Das ist das Mindeste dafür, ging jetzt ja, dass ich diesen schnell. Ort hier ertrage. 5000 Münzen. Er ist bereit zum Transport. Oh Gott. Achten Sie auf zwielichtige So, hat er sich alles erledigt? Eine den sollte Produktion ich mal, wurde angehalten. Den sollte ich wohl mal hin und her fahren, wa? Folgen. Folgen! Geht doch. Zwielichtige Gestalten? Wahrscheinlich kommt hier Edward mit den Totenscheren hier gleich vorbei. So, und du, kleiner Schoner? Station in die Ecke. So. Geld kriege ich wahrscheinlich eh wieder. Schließen Sie die erste Farbe der Grafikstelle ab. Bin ich noch nicht so weit? Es fehlen einfach immer noch Rohstoffe. Da ist er ja. Versuch einen guten ersten Eindruck zu hinterlassen. Jeder von Vaters Vertrauten ist auch ein Freund von uns. So. Also bin ich jetzt ein Gut, das man kauft oder verkauft? Jetzt hör auf, Ihr Vater um zu zicken. Behandelte mich immer wie einen Menschen. Ja, tu ich auch. Wenn er vernünftig arbeitet. Ich weiß nicht genau, was Sie da vorhaben, aber es wird Samuel nicht zurückbringen. Ob ich nun für Sie oder für Eli Löcher buddle, was macht es für einen Unterschied? Ja, richtig. Mit Bright Sands können Sie niemals gleichziehen, egal wie sehr Sie sich abrackern. Da werden wir mal abwarten. Diese Wunder von nah und fern sind für die Augen anspruchsvoller Kenner bestimmt. Oh, ich hab die alte Lady gefunden. Eine Produktion wurde angehalten. Ja,
Es fehlen halt immer noch Güter. Weil wir hier einfach nichts hinkriegen. Weil der einfach ewig braucht, um dahin zu eiern. Deswegen setzen wir jetzt hier einfach mal noch einen Fridolin dahin und dann ist gut. Können die jetzt den ganzen Scheiß dahin bringen? Damit das hier mal weitergeht. Aber ich habe doch jetzt einen Schoner gebaut. Ach, den soll ich auch noch verkaufen. So. Kanonenboot, ey. Ihr seid doch echt witzig. Ich muss meine Stahlträgerproduktion hier ankurbeln, da komme ich noch nicht ran, weil mein Eisen hier hinten ist. Willy Wibblesock, bin zu Geld gekommen wie die Jungfrau zu Willy. Für dich gerne. Der Willy wohnt hier unten. Schön. Oh, da sind die Piraten. Die alte möchte ich nicht finden. Hallo, Schoner. Einsatzbereit. Da hochfahren. Kannst du das hier verkaufen? Und hier ist noch ein Auftrag. Mein Magen schon abmarsch. Ich soll die Schiffsbrüchigen holen. Das ist ja immer gar kein Problem. Bin hier oben. Ach, der hat ihn bis dahin begleitet. Ah, okay. Na gut, dann fahr ich mal hier hin. Müssen wir mal einsammeln. So. Perfekt. Das sollte jetzt hier. Ja, genau. Phase abschließen. Ich warte noch auf den großen Knall. Kann ich auch abschließen. Den Typen haben wir. Und Garn haben wir wohl auch, ne? Ja, Garn haben wir genug. Sehr gut. Bin mal gespannt. Das fliegt hier gleich schon alles mega in die Luft und zerstört alles. Ich wollte meine Schweine zum Gang bringen. Und da hatte ich gesagt, das wollte ich hier oben machen, ne? Dann wollen wir das doch mal tun. Erstmal ziehen wir hier das lang. Und hier runter. So, dann kommen hier die verarbeitende Industrie hin. 3 Stück. Und hier hinter. Erledigt. Erledigt. Ja, doch, lassen wir so. Ich glaube, das waren immer 3, ne? Schweine waren 3. 2 nur. Mist. Oder 3 so. Dann geht's ja. So. Zack. Perfekt. Können wir da noch einen nebensetzen. So. Und noch einen. Hat der eine jetzt nur 4? Der eine hat nur 4, ne? Der wird auch gleich rum. Shit. Der wird gleich rumnöseln. Der hat nur 4, ne? Ne, dann auch 5, 5, 5. Alles klar. Perfekt. Und dann werden wir hier noch einen. Okay, dann muss ich den dann nur wegmachen, die Straße. So. Kommt das dahin. So, meine Freunde, jetzt bekommt ihr dann hier auch schön Essen. Haben wir noch, das muss noch weg. So, wir können. So, jetzt bin ich mal gespannt. Jo, ihr steht da alle 2 Meter daneben und wir sprengen das gleich in die Luft. Wer sind all diese Wichtigtuer? Eine kleine Sprengung kann ja nicht so kompliziert sein. Eine Schande, dass sie das hierzu nötige Handwerk nicht zu schätzen wissen. Ganz gleich. Die Ladungen sind angebracht. Das Gebiet abgesichert. Angebracht? Dann war alles reingeschmissen. Zur Sprengung. Ja, jetzt aber schnell weg. Boom. Boom. Das war wirklich beeindruckend. Jo, und alles weg. Ich frage mich, ob es irgendetwas gibt, das Dynamit nicht aus dem Weg schafft. Jo, und es sind keine Gefäßbrocken da. Eine besondere Ausgabe das ist gut. Aus ganz besonderem Anlass. Sehr schön. Eisen zu Stahl und Stahl zu Waffen. Dann haben wir unseren ersten königlichen Auftrag erfüllt. Kriegen wir hin.
Machen wir erstmal den Auftrag hier. Einsammeln hier. Perfekt. Wo müssen wir es hinbringen? Auch hier wieder zu ihm, ne? Wir helfen, wo wir können. Und du wirst verkauft. Welch höchst. So, habe ich das erste Schiff mal verkauft. Es fehlt noch ein Kanonenboot und eine Fregatte. Und wir können jetzt anfangen, endlich Eisen zu bauen. Sehr schön. Butter haben wir. Wir haben sie doch gut weggesprengt, ne? Also ohne großartige. Bringen Sie frohe Kunde. Ja, sicher. Überaus reizend. 4200. So, aber hier unten hat auch einen Auftrag. Aber fahre ich jetzt zu Willi? Da sind die Piraten und da will ich jetzt mein Schiff nicht aufs Spiel setzen. Deswegen werde ich nicht zu Willi fahren. Ich werde jetzt mein Schiff erstmal wieder in der Base holen. Und dann jetzt hier werde ich jetzt erstmal hier Metall bauen. Eisen. Es gab eine Chance, als ihr Vater noch lebte. Wozu das Ganze unnötig hinauszögern? Jetzt eine Kohlerei. Die Attraktivität ihrer Stadt hat sich verringert. Hat meine Attraktivität sich der Stadt verringert? Das ist ganz klar. Bei den Sachen, die ich hier gerade baue, das finde ich immer nicht so lustig. Sie versuchen es zumindest. Ich weiß, dass auch Samuel niemals aufgegeben hätte. Nö, ich gebe auch nicht auf. So, es ist keine Schande, Waffen herzustellen. So sie der Verteidigung des Empire dienen. Ja. Genauso sehe ich das auch. So, das weg. Jetzt brauchen wir natürlich Leute, wie ihr seht. Ups. Viele Leute. Das ist irgendwie alles so weit weg vom Marktplatz. So, jetzt fehlen uns normale Arbeiter. Machen wir die hier oben hin? Häuser. Ah, gut, da habe ich Glück, da komme ich noch an dieser Hütte da vorbei. Na, runter. So. Ja, ja, regt euch nicht auf. Ihr habt da euren. So, die wollen bestimmt jetzt langsam mal eine Kirche haben, ne? Das ist das nächste, was wir bauen. Setzen wir die Kirche hier hin, wa? Wo wir gehen tendenziell eher nach da. Doch, hier decken wir aber alles gut ab. Dann die Kirche dahin. So. Kirche dahin. Und dann werden wir hier die Straße rumbauen. Perfekt. So, meine Freunde, das sieht wie alles so weit. Wie wär's mit einer Hand wäscht die andere? Es ist nur ein kleiner Gefallen. Na gut. So, wo sollen wir hinfahren? Machen wir. So, hier habe ich gerade irgendwo noch Holz gesehen. Da. Dann bitte einmal das wegmachen. Hier brauche ich 25 Steine, habe ich jetzt. Das freut die Menschen. Spielstand gespeichert. Sind sie zumindest glücklich. So, glückliche Leute ist immer gut, auch für meine Feuerwehr, weil ich nämlich jetzt eine zweite Einheit bestellen kann. Polizei bräuchten wir eigentlich bald auch. Bier brauchen wir auch, aber ich habe keinen Hopfen hier auf dieser Insel. Hier kann ich das schon mal nicht anbauen. Wie sieht das jetzt allgemein mit unserer Produktion aus? Sollte man immer im Auge behalten. Fleisch, 16 Wurst, das ist nicht so viel. Könnte man eventuell noch mal ein bisschen ausbauen. Aber wir machen Stahl. Aber jetzt wollen die, dass wir auch eine Kanonengießerei bauen. Dann bauen wir die auch noch. Aber dann wird das jetzt langsam hier mit unserem... Kann das so gedruckt werden? Oh, jetzt kommt's.
Ich ertappe mich dabei, zu dir aufzusehen, wie es jüngere Geschwister oft tun. Ich möchte jetzt hier noch eine... Fakten sind eine echte Alternative. Ich finde die Sprüche von ihm so geil. Du bist ein echtes Vorbild für mein... Natürlich wissen Sie, was das Beste ist. Oh Gott. So, dann fahren wir da mal hin. Da muss ich das zu der Alten liefern, ja, in Tortuga. So, uns fehlen ein paar Leute. So, jetzt haben wir da auch wieder genug von. Geld müsste jetzt auch langsam steigen. 650 konstant ist jetzt nicht die Welt. Aber solange es Plus ist, ist das alles in Ordnung. So. Dann brauchen wir auf jeden Fall noch eine Köhlerei. Noch eine Köhlerei. Dahin. Perfekt. So. Hier müssen wir auch eine Feuerwehr hinbauen, weil wenn das hier Bumm macht, dann ist immer richtig Ramazamba. Also kommt da auch noch eine Feuerwehr hin. Hier unten haben wir jetzt nur eine Feuerwehr. Hier haben wir drei Feuerwehren. Da haben wir Zink. Okay. Oha, die kaufen sich schon wieder gegenseitig fleißig Anteile. Läuft bei denen. So, was brauchen wir noch? Wir haben jetzt hier, das haben wir jetzt, können wir noch Brotproduktion so langsam mal starten. Obwohl, wir sind schon wieder am Ende der heutigen Folge angekommen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Dann wird's mit der Brotproduktion anfangen. Du hast es erledigt. Ach, ja. Mein kleiner Glücksbringer. Mein kleiner Glücksbringer. So. Da wir dann hier sind. Können wir dann auch den noch annehmen? Ist kein Zug. Ich habe weniger Angst um dich. Diesen Treibgut abholen hier. Wo müssen wir da hin? Da ganz oben? Na gut, dann fahren wir jetzt hier oben hoch. Mal gucken, was dann auf der Insel noch auftaucht. Und dann, ja, würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Bis dahin, haut rein. Ciao.